Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Machen wir ein kurzes Update. 13. April 23. Wir sind gerade mittendrin im Anbau. Mais, Soja. Habe ich gestern angefangen mit dem Mais. Heute haben wir Regenwetter. Er sagt jetzt die nächsten paar Tage relativ viel Regen, also beziehungsweise heute viel Regen und morgen noch ein bisschen was und übermorgen. Ja, angefangen haben wir. Da zeige ich euch kurz das Gespann. Das übliche Gespann. Der 6er Profi mit der Vogelkreisenleiken und mein Matamak 4-Reigen Salzgerät. Düngergestrahlt, Kalkgestrahlt haben wir. Düngerstrahler ist waschen an die wichtigen Stellen eingeschmiert. Der wird jetzt wieder weggegraben. Zapfen, Slack geschmiert, dass der dann für die nächste Saison gerichtet ist. Jo, was gibt's sonst noch Neues? Begrünungen am Acker sind soweit niedergearbeitet, beziehungsweise haben wir heuer versucht mit unserer Hatzenbichler da jetzt am Bearbeiten. Die grünen, also nicht abfrostenden, das funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe da heuer Flügel schon montiert gehabt. Teilweise. Das sind Flügelschau, die sind jetzt 26 cm breit. Und dann habe ich in der ersten Reihe den normalen Gänsefußschau drauf. Die haben glaube ich 15 cm Schnittbreite. Für die Federzinken Kombi sind die Borden zu breit. Das heißt, ich habe zu wenig Durchgang. Da müssen die ein paar Zinken auseinander, dann darf das funktionieren. Ja, jetzt habe ich halt ein paar noch montiert lassen und ein paar wieder die normalen Schmalschau drauf. Vielleicht besorge ich mir auch noch die originalen mit 15 cm. Mit denen funktioniert das wahrscheinlich auch relativ gut. Ja, probiert haben wir es jedenfalls mit den ganz breiten. Ja, Versuch war es wert. Versuch mag klug, haben sie einmal gesagt. Jo, so viel zu dem Thema. Jo, was gibt es sonst noch zum Sagen? Weizen ist gerade so im Stadium 27, 28, kurz vorm Wachstumsregler behandeln. Die anderen Flächen für den Mais und Soja sind soweit vorbereitet. Brauchen wir eigentlich nur warten auf ein schöneres Wetter. Aber wir haben erst am 13. April, also es ist noch nichts versammt. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ich habe mir da so Container besorgt. Das sind gebrauchte alte Container, die haben ca. 2 Kubik. Das sind mit einem Stapler zum Hin- und Herfahren, beziehungsweise mit der Amas geht es auch. Relativ groß mit 2 Kubik. Was haben wir mit der vor? Das sind jetzt ohne Schieber, da werden wir Schieber einbauen und dann kann ich da drinnen Getreide lagern. Da kommt dann auch noch was dazu, aber das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Wir haben auch heuer so einen Big Bag Silo dazu gekriegt. Der fasst jetzt ca. 7,5 Kubik, 5,8 Tonnen glaube ich. Der braucht halt relativ viel Platz. Ist mit einem Handauslaufschirber da drauf. Sieht man jetzt schlecht. Das ist ein Auslaufschirber. Da kann man mit der Scheibtrochen auf der Steine fahren und dann fahre ich zu meiner Mühle und schrotte das runter. Jo. Ansonsten Weidebetrieb
Wir haben am 27. oder 28. März das erste Mal die Kia und Kolben ausgelassen. Waren jetzt ungefähr 7, 8, 10 Tage draußen. Inzwischen sind wir wieder ein bisschen brennt. Und jetzt, ja, ist wieder ein bisschen viel Regen. Jetzt können wir es derweil nicht ausgelassen. Müssen wir halt wieder warten, bis es trocken ist. Ja, Wiesenhaveln haben wir abgeschlossen. Also das Grünland ist auch bereit. Grünland schaut teilweise ein bisschen mager aus. Warum? Weil einfach die Winterfeuchten gefällt hat. Wir haben nur einmal einen Schnee gehabt, einen richtigen. Und sonst eigentlich kein Wasser, also kein Regen oder irgendwas. Und der Regen jetzt ist halt relativ spät. Jetzt müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt dann für den ersten Schnitt. Ja, gut, dann haben wir das eigentlich alles erzählt, was es Neues gibt. Ja, wie gesagt, wir sind mitten im Maisanbau. Ein bisschen Soja werden wir anbauen. Grünland wächst. Weide läuft. Ja, dann warten wir einfach nur noch auf schöneres Wetter. Und wenn es wieder was zum Berichten gibt, dann melde ich mich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert weiterhin so fleißig. Und bis zum nächsten Farmvlog. Danke.